Also Büffel halte ich schon für eine ganz gute Milch- oder Fleischquelle, weil der Büffel einfach nicht hochgezüchtet ist. Also nicht so wie diese Holsteiner bunt gefleckte Kuh, wie wir sie jetzt kennen, diese schwarz-weiße. Die ist ja wirklich extrem hochgezüchtet und dadurch gab es ja dann auch eben diese Mutation in der Caseinstruktur, wodurch dann eben das A1-Casein entstanden ist. Also eine Caseinstruktur, die für uns nicht so gut zu verdauen ist vom Körper. Eigentlich ist es unsinnig, dass wir Produkte so extrem verarbeiten und das Fett und alles andere rausziehen. In der Natur früher hätten wir niemals, eigentlich fast niemals Protein ohne Fett gegessen. Also da wurde ja immer das ganze Tier oder die ganze Milch verwertet. Gerade was Ernährung angeht, wäre meine Empfehlung auf jeden Fall mehr auf Qualität zu achten und wo das Lebensmittel herkommt, als damit Schwarz-Weiß-Denken ranzugehen und sich aber einfach nicht zu stressen und einfach auch mal das Leben zu genießen, weil Lebensmittel sind immer noch Nahrungsmittel. Und letztendlich haben wir das Privileg hier in unserem Land, dass wir sagen können, wir sind eigentlich haben eher Überfluss und müssen eher darauf achten, dass wir nicht zu viel essen und zunehmen. Das ist halt in den meisten Ländern eigentlich nicht so. Und das ist halt ein Privileg, das sollten wir zu schätzen wissen und uns nicht damit stressen, sondern einfach das hinnehmen, dass wir diesen Vorteil haben. Willkommen zum Interview mit Jana Baltscheid. Wir sprechen in diesem Interview über die Thematik mit der Milch. Jana ist Gründerin von Lykaia und studierte Bionikerin. Sie verträgt selbst keine Kuhmilchprodukte und hat sich deswegen vor 2 Jahren dazu entschlossen, Lykaia zu gründen. Angefangen hat sie dort mit einem hochwertigen Protein aus A2-Ziegenmilch. A2-Milch ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich, vor allem für Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder zum Beispiel auch Reizdarm. Neben dem Ziegenprotein hat Lykaia inzwischen eine ganze Produktpalette an Functional Food, wie beispielsweise Chaga-Elixier oder Kaffee und Kakao mit funktionellen Pilzextrakten und Adaptogenen auf den Markt gebracht. Für Jana selbst ist Lykaia ein Startpunkt, um funktionelle Produkte zu bieten, die gesund sind und nicht nur Janas eigene Probleme, sondern auch die von anderen Menschen lösen können. Gesunde Produkte benötigen auch eine gesunde Umwelt, in der sie erzeugt werden. Deswegen sieht Jana Lykaia auch als Ausgangspunkt, um zukünftig auch Waldflächen zu schützen, die kurz vor der Abholzung stehen. Sie sollen stattdessen am Leben gehalten und für nachhaltige Pilzfarmen genutzt werden. Sie fängt im Kleinen damit an. Aktuell sind die ersten Schritte dahin, die nachhaltigen Lykaia-Verpackungen im Walddesign und 3 geschützte Bäume pro verkauftem Produkt. Jana und ich sprechen in dieser Folge über Themen wie Biohacking, Kaffee, Kakao, viele häufig gestellte Fragen zu Milch, also sind Hormone und Thema? Ist Antibiotika ein Thema? Wie ist die Tierhaltung? Was denkt sie dazu? Was gibt es zu Zuchtrassen und alten Rassen zu sagen? Welche Milch findest du in Deutschland und wo sind die Unterschiede zwischen zum Beispiel Rohmilch, erhitzter Milch und ist zum Beispiel Butter aus Irland empfehlenswert? Ist Bio überhaupt notwendig? Was denkt Jana generell zu Milchprodukten wie Quark, Käse, fettarmen Milchprodukten? Whey-Produkte, erhitzte Milch, Rohmilch. Was hat es mit Laktoseintoleranz auf sich und wie kannst du als Mensch auch feststellen, hast du eine Intoleranz, hast du irgendwelche Unverträglichkeiten? Welche Rolle spielt Leaky Gut dabei? Was sind eigentlich Milchproteine? Was gibt es da für Unterschiede in Bezug auf A2, A1, die verschiedenen Tierrassen, Tierarten? Wie werden Lykaia-Produkte hergestellt? Was unterscheidet sie auch von gängigen Proteinpulvern zum Beispiel? Wie sieht es im Bodybuilding aus mit Milchprodukten? Denn Jana kommt aus dem Bodybuilding, war da sehr aktiv. Wie steht es um Leistungssport und ja, generell Sport und Milchprodukte? Was kannst du dazu lernen? All das in diesem Podcast. Viel Spaß mit Jana Baltscheid und dem Thema Milch. Mich würde interessieren, was denkst du so zu fettarmen Milchprodukten? Ich denke mal, du hast vorhin das ganz am Anfang das Thema auch Magerquark angesprochen. Es ist ja, ich kenne das früher aus dem Trainingsbereich, ich habe viel Kampfsport gemacht früher. Du machst, glaube ich, auch Kampfsport, ne? Ja, wegen Schonen, ja. Ja, geil. Allerdings in letzter Zeit wieder weniger wegen des Start-ups. Ja, immer die Arbeit. Ja. Da war es natürlich auch im Kraftsport und Kampfsport viel verbreitet. Okay, ich knall mir irgendwie so einen Magerquark rein, vielleicht auch noch mit Süßstoff oder mit irgendwelchen Aromen, was weiß ich nicht. Was denkst du zu fettarmen Milchprodukten oder zu fettreduzierten Milchprodukten? Kann man machen, allerdings ist mein Ansatz, und das sagen zum Beispiel auch viele aus der Biohacking-Szene hier wie Dave Asprey oder solche Ikonen, sagen inzwischen, eigentlich ist es unsinnig, dass wir Produkte so extrem verarbeiten und das Fett und alles andere rausziehen. In der Natur früher hätten wir niemals, eigentlich fast niemals Protein ohne Fett gegessen. Also da wurde ja immer das ganze Tier oder die ganze Milch verwertet. Und was man natürlich machen kann oder was ich auch während meiner Fitnesswettkämpfe gemacht habe, wenn man jetzt nicht unbedingt die gesättigten Fettsäuren aus der Milch haben möchte, die ich persönlich auch von meiner Genetik her nicht so gut vertrage, dass man dann einfach einen Magerquark kauft, also ein entfettetes Milchprodukt oder einen fettarmen Joghurt,
und dann seine eigene Fettquelle nochmal hinzugibt. Also bei mir dann zum Beispiel in Form von Leinöl oder Walnüssen noch mit in den Quark, dass man quasi das Produkt wieder mit Fett anreichert, aber mit einer anderen Form, die vielleicht dann irgendwie besser verträglich ist oder mehr Omega-3-Fettsäuren enthält. Das wäre so mein Ansatz und so verwende ich eigentlich auch das Ziegenprotein, was ich jetzt zum Beispiel bei Lykaia habe. Also ich nehme das fast nie so. Ich mache mir jetzt nie einfach nur einen Proteinshake nach dem Training oder so. Ich verwende das eher zum Kochen oder zum Backen und gebe dann halt einfach noch eine Fettquelle oder eine Zuckerquelle meiner Wahl hinzu. Würdest du das grundsätzlich empfehlen, auch so generell, wenn Leute so Whey-Produkte nehmen oder irgendwas dergleichen? Das einzeln zu nehmen oder? Also noch eine Fettquelle dazu zu geben? Ja, kommt immer darauf an, was man für Ziele hat auch. Also bei mir ist es jetzt ja nicht mehr akut der Sport und Muskelaufbau, sondern einfach ein gesundes Verhältnis zu essen und Erhalt und Gesundheit, Regeneration. Und dafür brauche ich nicht extra irgendwie zusätzliches Protein, was ich noch obendrauf und top nehmen muss, sondern ich integriere das einfach mit in meine Rezepte oder in das, was ich sowieso koche oder backe. Und dann reicht das für mich. Wenn man natürlich jetzt Kraft- oder Leistungssportler ist, dann ist der Proteinbedarf schon mal etwas höher. Und dann macht es vielleicht auch schon Sinn, nochmal zusätzlich obendrauf so einen Shake zu sich zu nehmen. Ja, du hast auch, glaube ich, vor kurzem ein Rezeptbuch veröffentlicht, oder? Genau, wir haben bei Lykaia ein Rezeptbuch veröffentlicht mit in der Herbst- und Winteredition mit 30 Rezepten, wie man tatsächlich mit Proteinpulver halt auch backen und kochen kann. Anstatt irgendwie jetzt dann Sahne oder Creme Fraiche oder irgendwas zu nehmen, einfach das Proteinpulver als Soße mit einzurühren. Ja, klingt interessant. Also wenn das interessiert, check das mal ab. Was würdest du sagen zu generell Whey-Pulver, Whey-Produkte? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass also gerade die Menschen, die zu mir kommen wegen Darmthemen, dass die halt auch, wirklich tatsächlich viele, ich sag mal, eine Zeit lang im Fitnessbereich aktiv waren, da auch, ich sag mal, sehr intensiven Kraftsport betrieben haben, Muskelaufbau und dann teilweise sehr krasse Produkte genommen haben, also sei das Booster, sei das Whey, sei das, du kennst ja diese ganzen Produkte, die es da so gibt, diese Nahrungsergänzungsmittel. Ups. Und was ich da immer sehe, ist, dass die Zutatenlisten halt allein schon teilweise riesig, ewig lang sind. So teilweise 30, 40 Zutaten hast für den Geschmack, für irgendwelche Koffeinanteile und so weiter. Wie ist das generell? Würdest du, was kannst du da empfehlen, worauf die Leute da achten sollten? Und was unterscheidet auch Lykaia von solchen Produkten? Also generell bin ich kein Fan von solchen Produkten, die so extrem lange Zutatenlisten haben, wo man halt direkt sieht, okay, das ist irgendwie künstlich hergestellt worden oder kommt zumindest nicht aus irgendeiner Pflanze oder irgendwas Natürlichem, was man jetzt extrahiert hat. Denn ich denke, alles, was man zu sich nimmt, also jede Wirkung hat auch irgendwo eine Nebenwirkung. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das haben viele Bikini-Fitness-Athletinnen damals gemacht zu meiner Fitnesszeit, haben sich so extrem krasse Fettburner zu sich genommen mit extremem Grüntee-Extrakt und ganz vielen anderen Dingen noch, die dann auch wirklich Schweißausbrüche davon hatten, wo man wirklich gemerkt hat, boah, okay, das hilft, aber das hilft dann natürlich nur für den Zeitraum und danach ist der Körper dann vielleicht noch gestresster, weil man vorher so versucht hat, den Stoffwechsel so extrem zu pushen, dass danach dann vielleicht erstmal ein extremer Einbruch ist. Und meistens waren es auch die, die danach dann mehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, die halt danach vielleicht dann schneller wieder an Gewicht zugenommen haben, weil sie es vorher einfach ein bisschen übertrieben haben mit dem Stoffwechsel und dem Abnehmen. Und das, meiner Erfahrung nach, kann man so auf alles ein bisschen ausbreiten. Also wenn man jetzt einen extremen Trainingsbooster nimmt, der einen super wach macht, wo die ganze Haut von kribbelt durch zu viel Arginin, dann ist man danach vielleicht dann ein bisschen mehr down, weil der Körper dann wieder versucht auszugleichen. Und deswegen bin ich eher ein Freund davon, eher mit dem zu arbeiten, was halt die Natur uns sowieso schon gibt. Also anstatt irgendwie dann ein Schlafmittel zu nehmen, dann vielleicht lieber irgendwie Reishi und Ashwagandha zu sich zu nehmen, die von Naturhaus halt einfach Pflanzen und Pilze sind, die einen ein bisschen runterbringen, die adaptogen wirken, beruhigen, so auf Baldrian-Niveau, anstatt sich da irgendwie extreme Schlafmittel oder auch zu viel Melatonin reinzuhauen vor der Nacht. Und ich denke, das ist langfristig auf jeden Fall der beste Ansatz, um seine Ziele zu erreichen und auch langfristig zu halten. Wenn man jetzt natürlich extreme Wettkampfvorbereitung hat und kurzfristig Ziele erreichen muss, dann kann man vielleicht auch mal zu solchen extremen Mitteln greifen. Aber man muss halt immer damit rechnen,
dass es danach vielleicht schlechter ist als vorher. Wie ist es denn generell, kam mir jetzt gerade noch die Frage so auf, würdest du sagen, Milchprodukte sind für einen gesunden Lebensstil überhaupt relevant? Oder weil da gibt es ja auch zum Beispiel in der Carnivore-Richtung gibt es ja auch, ich sag mal, Menschen, die sagen, okay, Milchprodukte sind auch nicht gut für den Menschen. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich fahre total gut, indem ich Milchprodukte esse, trinke. Wie würdest du das sagen? Gibt es da eine pauschale Antwort? Also in erster Linie ist es natürlich erstmal sehr individuell. Was hat man für eine Genetik? Woher kommt man vielleicht auch demografisch? Also wo sind die anderen oder wo sind meine Familienmitglieder geboren? Wie haben die sich ernährt und auch weitere Generationen davor? Denn Genetik ist halt auch extrem entscheidend darüber, wie wir Dinge aufnehmen und verstoffwechseln können. Und generell bin ich immer erstaunt mit wie viel beziehungsweise wie wenig der Körper zurechtkommt. Also es gibt ja auch wirklich Menschen, die ernähren sich ihr Leben lang wirklich katastrophal. So gefühlt irgendwie morgens, mittags, abends von einer Scheibe Weißbrot mit Käse oder so oder Marmelade und leben aber trotzdem ganz gut damit und haben vielleicht weniger gesundheitliche Probleme als andere. Also es ist immer sehr, Genetik spielt meiner Meinung nach immer sehr stark mit ein. Deswegen kann man auch nicht so schwarz-weiß sagen, Milch ist gesund oder halt nicht gesund. Ich denke, es macht immer die Qualität vor allem und die Menge aus und halt die Genetik. Du hast jetzt auch schon ganz viel über Heilpilze hier und da mal gesprochen. Da können wir auf jeden Fall jetzt gerne noch mit reingehen in die Thematik. Und ich denke, wenn wir vorher noch kurz, bevor ich es ehrlich gesagt auch nachher vergesse, in das Thema Kaffee und Kakao reingehen, weil bei Lykaia gibt es ja verschiedene, Produkte. Kannst du kurz einen Überflug geben, was es da eigentlich alles gibt? Ja, also angefangen hat Lykaia, wir haben 2020 gegründet, also ich zusammen mit meinem Geschäftspartner. Hat eigentlich angefangen aus meiner Fitnesskarriere damals, eben mit der Problematik Casein. Und dann war das erste Produkt, was ich entwickelt habe, ein Ziegencasein, also ein Proteinpulver aus Ziegenmilch, was halt vor allem für viele Menschen, auch gerade mit Autoimmunerkrankungen, Darmvorbelastungen, viel, viel verträglicher ist. Und ausgehend von dem Protein haben wir auch eine Frühstücksmahlzeit entwickelt, die enthält eben auch das Ziegenprotein, Haferflocken und auch noch ein Whey-Protein, also ein Molkeprotein aus Weidehaltung aus Österreich, und das haben wir auch noch so im Verkauf, also im Prinzip hochwertige Milchproteine aus Weidehaltung. Und später kamen dann noch Produkte hinzu mit Pilzextrakten, die einfach eine natürliche Funktion oder eine natürliche Wirkung im Körper erfüllen sollen, wie zum Beispiel der Kakao mit Ashwagandha und Reishi für abends, der einen so ein bisschen runterbringt. Ist auch noch L-Glycin mit drin, was gleichzeitig auch mal Nerven dämpft und regenerierend wirkt. Dann haben wir einen Kaffee für morgens. Das ist ein lösliches Kaffeepulver mit zwei Pilzextrakten mit Cordyceps und Lion's Mane. Cordyceps ist vor allem dafür bekannt, dass er mehr Sauerstoff ins Blut bringt und deswegen auch wacher macht und fokussierter macht. Und Lion's Mane hat auch nochmal diesen unterstützenden Effekt, dass er fokussierter macht und sogar Nervenzellen regenerieren kann. Also alle Produkte, die wir haben, haben also eine ganz spezifische Wirkung im Körper, sind aber alle natürlich. Also alle Zutaten, die wir verwenden, sind aus natürlicher Herstellung. Das heißt, da sind auch keine, ich sag mal, irgendwie Streckmittel drin oder irgendwelche Konservierungsstoffe industrielle Substanzen, die da manchmal reingemacht werden, um das zu strecken in irgendeiner Art und Weise oder Geschmack zu verändern und so weiter? Nee, braucht man eigentlich auch gar nicht. Also dadurch, dass wir fast alles in Pulverform haben, ist es unnötig, da irgendwie Trocknungsmittel oder irgendwelche Emulgatoren mit reinzuhauen. Das ist auch unsere Philosophie, das wollen wir auf keinen Fall machen. Und warum kann ich nicht einfach, zu Amazon gehen und statt eurem Ziegenproteinpulver einfach nur das Billigste da in der Liste ganz oben nehmen, wenn ich jetzt einfach da Proteinpulver eingebe? Also was würdest du dazu? Könntest du machen, aber dann ist halt die Frage, wie gut du damit fährst. Also ob du nicht dann vielleicht eventuell Darmprobleme davon hast, weil dein Körper das Protein nicht gut verstoffwechseln kann und ob die Wertigkeit davon auch so gut ist, weil gerade so das billigste Protein, was man sich dann vielleicht holt oder was jetzt ja auch immer vermehrt so in Discountern zu finden ist, da gibt es ja inzwischen auch immer diese Aufsteller mit günstigen Whey-Protein. Ja, und da sind dann halt auch immer super viele Sachen noch mit reingehauen. So, also wie du gerade schon angesprochen hast, Aromastoffe, Süßungsmittel, Emulgatoren, und das will man seinem Darm ja eigentlich nicht antun. Beziehungsweise kann man eine Zeit lang machen, aber ich hatte auch so eine Zeit lang, da habe ich super viele Flavor Drops genommen. Und das war auch so die Zeit, da war meine Darmgesundheit auf jeden Fall am schlimmsten aufgestellt. Ist mal die Frage, wie gut man damit umgehen kann. Wir bei Lykaia sind da kein Freund von. Also wir haben wirklich gesagt, wir bieten das
das pure Whey-Protein an, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne Geschmacksverstärker, ohne Aromen. Also schmeckt wirklich komplett naturbelassen und cremig. Und jeder, der dem das irgendwie zu langweilig wird, der kann sich dann halt irgendwie noch Kakao mit reinhauen oder frische Beeren und das draus machen, was er halt möchte. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Zuhörer ja schon, ich sag mal, da auch durch die ganzen Folgen hier, durch die Interviews, Gespräche, durch zum Beispiel Menschen wie mit dir, Jana, da, ich sag mal, den Blickwinkel so haben, dass sie auch wissen, okay, für die Gesundheit ist immer eine Investition und bevor ich irgendwie das billigste Produkt kaufe und im Nachhinein vielleicht dann jahrelang an Zeit und Geld dann investiere, um dann wieder irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, dass ich natürlich vorher dann einfach gucke, okay, was sind die qualitativsten oder zumindest auch wieder hier 80-20-mäßig zu gucken, okay, was ist qualitativ und gleichzeitig vom Preis her jetzt nicht, ich muss jetzt nicht den Ferrari haben, ja, aber ich kann auch vielleicht einfach was Höherwertiges haben und gleichzeitig was für die Gesundheit machen und ja, muss nicht immer das Teuerste, aber auf jeden Fall auch nicht, würde ich nie das Billigste einfach nehmen, ja. Genau. Und gibt's, was mir jetzt noch als Gedanke kam, gibt es irgendwelche Tests, wo die Leute, ich sag mal, Bluttests machen können, irgendwelche genetischen Tests, ob sie überhaupt, ich sag mal, Milchprodukte gut verstoffwechseln können? Kennst du da irgendwas? Ja, also da kann man ganz viel testen. Zum einen, was ich immer am liebsten mag, ist eigentlich erstmal einen DNA-Test zu machen, also wirklich einen Gentest, um zu gucken, was habe ich überhaupt für eine Veranlagung. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich durch gesättigte Fettsäuren werden bei mir ganz viele Gene aktiviert, die eigentlich nicht so toll sind, also die man nicht unbedingt haben möchte, die dann irgendwie mit hohem Blutzucker oder hohem Blutdruck oder Gewichtszunahme, Diabetes in Zusammenhang gebracht werden. Also ein DNA-Test generell funktioniert so, der guckt sich deine DNA, deine Gene an und vergleicht die mit Studien, also mit Studienteilnehmern, die eben auch dieses Gen hatten und guckt dann halt, was gibt es da für Gemeinsamkeiten. Und anhand dessen wird halt gemessen, was hast du für eine Veranlagung und was könnte bei dir halt eintreffen. Und das war bei mir immer ziemlich akkurat, was da rauskam. Und da hast du natürlich erstmal so einen Einblick über deine Veranlagung. Da musst du natürlich einen Realitätscheck machen und einmal Blutbild messen lassen, gucken, sind alle Vitamine vernünftig da. Bei mir war es zum Beispiel so, im Gentest stand drin, ich habe eine schlechte Veranlagung dazu, Vitamin D aufzunehmen. Habe ich einen Bluttest machen gelassen, okay, Vitamin D war wirklich sehr am Boden. Scheint irgendwie zu stimmen. Ich brauchte dann so ungefähr die dreifache Dosis von jemand Normalem, um das überhaupt halten zu können, auffüllen zu können. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man die Balance hält. Und wenn man jetzt akut gucken möchte, was für Lebensmittel vertrage ich vielleicht nicht, da empfehle ich dann immer eher so einen Unverträglichkeiten-Test. Klar, man kann einzelne Dinge schon sehr gezielt testen lassen, wie Gluten, Laktose, Fructose. Da kann man zum Arzt gehen, einfach das testen lassen, wenn man da einen Verdacht drauf hat. Ansonsten kann man IgG4-Unverträglichkeiten testen. Das sind generelle Unverträglichkeiten, die über Kontakt mit der Darmschleimhaut entstehen. Es ist noch nicht 100% bewiesen, dass das wirklich so stimmt. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass diese Art und Weise, wie man das merkt, ob man eine Unverträglichkeit hat, bei jedem sehr unterschiedlich ist. Ja, das sind auch Fragen oder beziehungsweise Punkte, mit denen ich mich auch selber viel beschäftige und drüber nachdenke teilweise, weil manche Leute bei mir, die kommen natürlich, die haben gefühlt schon 1.000 Euro nur in Tests gesteckt und sind kein Deut weiter irgendwie, haben immer noch das Gefühl, sie vertragen gar nichts. Und da frage ich mich halt immer, okay, wenn zum Beispiel Thema Leaky Gut da ist, ob es dann nicht einfach daran liegt manchmal und wie so ein Test das vielleicht auch ausschließen kann. Also das weiß ich nicht. Hast du da Erfahrung damit oder? Ja, meiner Erfahrung nach liegt es nicht nur manchmal am Leaky Gut oder an der Darmgesundheit, sondern fast immer. Also fast immer ist nicht unbedingt immer der Auslöser, aber fast immer ist dann auch die Darmgesundheit nicht so gut, wodurch sich dann halt Probleme verstärken, wie das über eine durchlässige Darmschleimhaut halt Fremdstoffe mehr in den Körper kommen, wogegen der Körper dann Antikörper bildet. Also Darmgesundheit ist fast immer schon mal der Schlüssel zur Verbesserung. Da kann man ja auch super viel machen, indem man halt Probiotika nimmt. Indem man zum Beispiel L-Glutamin hilft auch, die Darmschleimhaut aufzubauen. Generell Ernährung, also als ich eine Phase hatte, wo das bei mir sehr schlecht war, habe ich mich eigentlich schon sehr gesund ernährt, aber was ich da auch gar nicht vertragen habe, waren halt so extrem große Mengen an Ballaststoffen, so große Salate und super viel ballaststoffreiches Gemüse, wo man ja eigentlich erstmal denkt, das ist total gesund. Oder auch so Körnerbrot mit Haferflocken war für mich auch ganz schlimm in der Phase. Und also jeder, der so ein paar Artikel gelesen hat über gesunde Ernährung, denkt eigentlich, das war die gesundeste Ernährung der Welt, die ich damals zu mir genommen habe. Für mich war es in diesem Fall halt einfach nicht so
förderlich, bis ich halt dann geschafft habe, meine Darmgesundheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dann habe ich diese Lebensmittel auch wieder vertragen. Ich muss ein bisschen schmutzeln, weil manchmal kriege ich auch so Bilder von Mahlzeiten und dann sprechen wir darüber so mit den Leuten und dann denke ich mir manchmal so, wow, krass, das habe ich früher auch gegessen, aber ich weiß heute, das kann gerade so ein Pferd verdauen gefühlt. Und dann ist es manchmal nicht so verwunderlich, ja, dass die Leute dann Probleme kriegen. Und ich habe mir damals auf jeden Fall mit meinem Darmthema, also ich glaube, wir hatten jetzt nicht konkret darüber gesprochen, aber du hattest früher, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Morbus Crohn war bei dir ein Thema, richtig? Ja, und auch generell, also verschiedene Autoimmunerkrankungen, also wie Hashimoto, generell waren das aber auch alles, oder Neurodermitis hatte ich auch extrem. Das waren aber eigentlich alles Zeichen davon, dass halt die Basis, also die Grundgesundheit der Darm irgendwo nicht gestimmt hat und mein Körper einfach nur verschiedene Abwehrreaktionen dagegen gezeigt hat. Ja, sehe ich auch ähnlich, dass das alles so Anzeichen sind. Auch ich sag mal, hat dir das vielleicht auch eine neue Denkweise ermöglicht, dass du da durch diese Krankheiten oder durch diese Themen irgendwie nochmal so einen anderen Blickwinkel einnimmst zu Gesundheit, zu, ich sag mal, Alltag, Lebensstil, Lebensphilosophie und so weiter? Ja, auf jeden Fall. Aber was das letztendlich für mich gebracht hat, ist, dass ich mich, wie ich einleitend beschrieben habe, nicht mehr ganz so stresse damit. Und Dinge nicht mehr so überernst nehme, jetzt aber auch immer besser weiß, was ich persönlich für mich brauche und was eher nicht so gut geht. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich so für mich persönlich, sich nicht zu extrem damit zu stressen. Und Menge auch vor allem. Ich habe damals auch extrem gefastet und dann auch vielleicht so ein, maximal zweimal am Tag sehr große Mahlzeiten zu mir genommen. Dann eben auch mit viel Ballaststoffen, große Salate. Das war für mich auch gar nicht gut. Von der Verdauung her. Aber das sind ja alles so Dinge, man hört ja das eine und das andere und dann sagen manche, ja, Fasten, das ist der Shit und das musst du unbedingt machen und das wird dir auf jeden Fall helfen und dann machst du das und für dich selber ist es aber vielleicht gar nicht so gut. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die muss jeder für sich prüfen. Bei dem einen funktioniert es sehr gut, bei dem anderen vielleicht gar nicht. Ja. Und das ist auch, wenn du für die Zuhörer, du machst Instagram auf und du guckst dir 5 Stories an, der erste sitzt in der Eistonne, der zweite sitzt am Strand mit seinem Laptop, coacht Leute und der dritte fastet gerade seit 4 Wochen und der nächste hat seinen riesen Red Light Panel da an der Wand und der nächste macht irgendwie ein Workout mit 300 Kilo. Also, ja. Ja, das ist so die Biohacking-Bubble, das sehe ich auch immer. Und das Schlimme daran oder das Gefährliche daran ist natürlich, dass es so die totalen Extreme aufzeigt. Und wenn du so viele Extreme auf einmal siehst, dann wird das halt für dich auch ganz schnell zur Normalität. Ja, okay, jeder fastet ja irgendwie 23 Stunden. Jeder geht morgens in 1 Grad kaltes Wasser oder macht erstmal eine halbe Stunde Rotlichttherapie. Aber so ist es natürlich nicht. Also da muss jeder für sich gucken, wie er diese Dinge halt vernünftig und stressfrei in den Alltag integriert. Ja, bin ich voll bei dir. Du bist neugierig geworden, hast Unverträglichkeiten zu normalen Eiweißprodukten, Eiweißpulver oder generell Milchprodukten und willst einfach mal testen, wie sich zum Beispiel das Ziegen-Whey-Proteinpulver von Lykaia auf dich auswirkt oder willst den Kakao oder den Kaffee testen, dann kannst du mit Physis 10% auf deine Bestellung sparen und unterstützt auch diesen Podcast damit. Jana hat sich bereit erklärt, für dich als Zuhörer diesen Code ja zur Verfügung zu stellen, damit du auch direkt das anwenden kannst und noch ein paar Euro sparen kannst bei der Bestellung. Das heißt, viel Spaß beim Testen, beim Probieren. Meld dich gerne, wie du es verträgst, wie es dir bekommt. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen inzwischen auch mit Klienten, die Darmthemen haben und freue mich auf weitere Rückmeldungen. Um den Code anzuwenden, gehst du auf www.lykaia, also lykaia-nutrition, also nutrition.de und verwendest den Code PHYSIS10 im Warenkorb bzw. beim Bezahlvorgang an der Kasse. Und weiter geht's mit der Folge. Wie kann denn zum Beispiel so ein Kakao von Lykaia, kann ich mir den einfach, du meinst eher das für einen Abend, richtig? Oder? Mhm. Genau. Damit ich quasi abends runterfahre durch die ganzen Kofaktoren und die Wirkstoffe, die drin sind, oder? Genau, richtig. Also wir haben Kakaopulver mit drin, ein bisschen Kokosblütenzucker, L-Glycin, Ashwagandha. Mhm. Also Ashwagandha-Extrakt ist ja eine Wurzel, die vor allem aus Indien kommt, kennt man so ein bisschen aus dem Ayurveda und die hat eine sehr beruhigende, Cortisol-senkende und ausgleichende Wirkung. Und dann haben wir noch einen Reishi-Extrakt mit drin. Also Reishi ist ein Vitalpilz, ein Heilpilz, der auch schon in Asien ganz, ganz lange verwendet wird, der auch sehr adaptogene, also ausgleichende Effekte auf den Körper hat.
Und dann haben wir eben noch L-Glycin drin, weil L-Glycin ist eine Aminosäure, die auch nochmal dafür sorgt, dass sich Nervenzellen besser regenerieren. Ich hatte mal eine Zeit lang, ich bin in so einer Discord-Gruppe, da geht es dann auch um teilweise verschiedene Substanzen, wie die wirken und so. Und dann ging es dann auch um das Thema Glycin und da hatte dann der Inhaber der Gruppe gemeint, so, ja, er hatte irgendwie, ich weiß nicht, 5 oder 10 Gramm oder irgendwas Glycin genommen für mehrere Abende und hatte dann quasi so, ist er halt nachts in seinen Träumen irgendwie durchs Weltall geglitten und hatte irgendwie jetzt krasse Träume und habe das dann auch mal probiert und hatte auch ziemlich krasse Träume. Also, ich weiß nicht, hast du damit Erfahrungen gemacht? Mit sowas mal? Ich habe mich generell mal so ein bisschen hier mit luziden Träumen beschäftigt, allerdings ohne Glycineinnahme. Hätte ich vielleicht nochmal auf ein anderes Level bringen können mit Glycin, aber ich nehme Glycin meistens auch morgens und dann vielleicht nochmal in kleinen Mengen Kakao, aber habe da jetzt nicht so extreme Effekte von gemerkt. Wahrscheinlich, weil ich morgens auch schon 5 bis 10 Gramm Glycin in meinen Smoothie einfach mit reinhaue. Hat das dann eher so Tagträume, oder? Zum Glück nicht. Also Glycin, ich weiß nicht, ob für den einen oder anderen Zuhörer, das ist auch so ein bisschen süßlich und mir hatte das vor 2 Jahren oder so hatte mir das mal jemand empfohlen und dann habe ich das mal getestet und muss sagen, das klappt ganz gut. Also wir machen das in Kaffee rein, wir machen das auch in verschiedene Speisen rein, auch wenn die Kinder, ich sag mal, irgendwas zum Süßen wollen, dann ist das eigentlich ganz, ganz angenehm, muss ich sagen. Genau, dafür ist es halt perfekt, also um einfach eine natürliche Süße reinzubringen. Das Witzige dabei ist, es ist eine Aminosäure, es sind wirklich zu 100% Proteine für den Körper von der Verstoffwechselung her. Also es ist nicht so, dass du dir jetzt irgendwie dann Kohlenhydrate bzw. Zucker reinhaust, was du sonst halt mit Industriezucker machen würdest. Ja, und was würdest du da empfehlen für den Einstieg, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich penne abends nicht so gut ein? Also wir haben das Thema Licht und Umgebung und so. Das haben wir im Podcast auch schon sehr, sehr oft abgedeckt. Und ich hoffe, dass es auch bei den Leuten angekommen ist, dass das wichtig ist, dass ich nicht nur irgendwie meine LED-Lampen an habe und mir dann Melatonin-Spray gebe und dann versuche, mit so einem Kakao gegenzusteuern, sondern wenn ich das halt angehe und gleichzeitig einfach mal testen will, okay, irgendwie hapert es immer noch. Wie sollen die Leute anfangen mit so einem Kakao am Abend? Einfach jeden Abend einen Kakao trinken oder was würdest du da empfehlen? Ja, zum Beispiel, aber wie du schon gesagt hast, ist es halt immer die Synergie aus verschiedenen Effekten. Und generell, wie ich es mache, einfach darauf zu achten, dass ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur Blaulicht runterfahre, sondern die gesamte Beleuchtung. Also dann vielleicht eher so eine Schummerbeleuchtung mache oder eine Kerze anmache. Weil für mich ist es eher so die Gesamtlichteinstrahlung. Wenn es insgesamt zu hell in dem Raum ist, egal ob das jetzt von rotem Licht oder blauem Licht ist, ist es für mich zu viel, um runterzufahren. Natürlich kann man dann so eine Blaulichtblockerbrille noch dazu nehmen, um das halt noch zu verstärken. Dann auf jeden Fall Melatonin-Spray kann man auch nutzen. Und der Kakao ist halt natürlich nochmal zusätzlich, um dann über Ashwagandha und Reishi runterzufahren und L-Glycin. So ungefähr eine halbe Stunde vorm Schlafen oder Stunde vorm Schlafen. Und kann ich theoretisch mit jeder Milch zubereiten, wie man möchte. Man braucht auch gar nicht so wahnsinnig viel davon. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da nochmal irgendwie eine Kalorienbombe vorm Schlafengehen reinhauen muss oder so in Form von Kakao, sondern das ist wirklich dann, es ist relativ wenig Kalorien und eine kleine Portion. Und was für mich auch noch ausschlaggebend ist, mein Grund, warum ich schlecht einschlafe, ist meistens, dass ich zu sehr in Gedanken festhänge. Also dass ich von diesen Denken und rationalen Zustand zu schlecht in den einfach nur Sein und einfach nur Fühlen Zustand übergehe. Und mir hilft dann auch häufig nochmal mich so ein bisschen zu stretchen abends oder irgendwas Entspanntes, Körperliches zu machen, wo ich einfach merke, okay, jetzt ist Schluss mit Denken und Planen und Strukturieren. Jetzt ist einfach nur Entspannung und Sein. Das heißt, du brauchst abends nicht irgendwelche 10.000 Euro teuren Tools, sondern benutzt einfach deinen Körper ein bisschen? In der Regel nicht. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn ich sie hätte, aber es geht auch so. Ja, aber ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz interessant, auch dass es einfach so eine ganz lockere Abendroutine auch sein kann, wo wir jetzt nicht irgendwie krass irgendwas brauchen. Ja, weil ich denke auch, vielleicht durch den Podcast hier sogar, manchmal die Gäste, die dann irgendwie erzählen, die haben dies, die haben das, die machen das und was weiß ich nicht alles. Und dann entsteht vielleicht mal der Eindruck, zusätzlich sehen die Leute das online, dass halt irgendwie gefühlt jeder so ein krasses Tool braucht oder eine Eistonne oder ein Red-Light-Panel, was auch immer. Und, das Problem ist, was schafft ja auch wieder Abhängigkeit, wenn du dann denkst, du brauchst unbedingt die diese Micro-Needling-Matte oder was es da alles gibt und dein Infrarot-Panel und die Eistonne und die ganzen Sachen, um überhaupt einschlafen zu können oder deinen Tag gut gestalten zu können. Wenn du es da mal nicht hast, dann ist es ja noch umso schlimmer.
Wenn du mal auf Reisen bist, dann schiebst du ja all deine Probleme halt darauf, dass du diese ganzen Tools nicht hast. Und mein Ansatz ist eigentlich immer zu gucken, dass ich mit möglichst wenig möglichst viel erreiche. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich hier in Spanien den Lichtblock mit habe und meine Erdungsauflagen, aber das sind die Basics. Ja, aber wenn es für dich funktioniert, warum auch nicht? Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, okay, ich komme vielleicht morgens nicht so gut aus in die Gänge oder irgendwas, habe Probleme, konzentriert zu sein morgens, dann habt ihr auch Kaffee im Angebot, so wie ich das gesehen habe oder wie du es gesagt hast vorhin. Genau, und unser Kaffee hat die Besonderheit, dass es ein recht milder Kaffee ist mit relativ wenig Koffein. Aber dafür haben wir noch funktionelle Pilzextrakte mit drin, also den Cordyceps. Den hat man tatsächlich entdeckt als in Tibet, im Himalaya, als dort die Yaks von den Tibetern auf der Wiese gegrast haben und auf einmal so extrem viel Energie hatten, sind die Tibeter darauf gekommen, dass es ein Pilz ist, der dort auf der Wiese wächst, der halt dafür verantwortlich ist, dass mehr Sauerstoff ins Blut gebracht wird, der Cordyceps. Und seitdem ist der auch extrem beliebt bei Sportlern. Der wurde sogar von Olympioniken genommen vor den Wettkämpfen, um einfach mehr Sauerstoff ins Blut zu bringen und quasi als natürliches Dopingmittel. Ja, und den haben wir im Kaffee und Lion's Mane, weil Lion's Mane ist nochmal ein anderer Pilz, der die besondere Eigenschaft hat, Nervenzellen zu regenerieren. Ja, das ist immer, also es ist spannend, wir hatten hier die Jungs von Smains und jetzt erzählst du auch nochmal darüber und irgendwie, es bleibt immer wieder was Neues hängen und es ergeben sich immer wieder neue, ich sag mal, Verbindungsmöglichkeiten der Anwendung und so weiter, das ist immer mega spannend, also ja, du kannst gerne noch erzählen, warum, ich sag mal, auch im Kaffee vielleicht, warum ihr das da reinmacht, beziehungsweise wie das auch zusammen so wirkt und warum es überhaupt sinnvoll sein kann, sowas im Kaffee zu haben. Ich habe eine Zeit lang, da kannte ich Smains noch nicht, ich kannte auch Lykaia noch nicht. Da habe ich mir einfach, das waren so die Anfänge vom Bulletproof-Kaffee, wo ich damit so rumgespielt habe. Mhm. Und dann habe ich mir von Max, von Flowgrade, habe ich mir da einfach so ein Extrakt bestellt und habe mir das dann halt immer in meinen Kaffee gemacht und habe dann irgendwie gefühlt, pro Kaffee irgendwie, also trinkst du dann irgendwie so 7-8 Euro weg, weil du irgendwie machst MCT-Öl rein, machst halt das Pulver, machst noch das Kollagen und dann irgendwie so einen Pilzextrakt und dann hast du diesen hochwertigen Bio-Kaffee und so. Ja, ja, ja. Und ja, also ich habe gefühlt, hat es schon was gebracht. Ich habe es mit intermittierendem Fasten lange Zeit gemacht. Aber was kann da hilfreich sein von den Pilzen? Also warum, oder würdest du einfach empfehlen, das mal zu testen für die Zuhörer? Ja, testen ist natürlich immer gut, weil jeder so individuell ist, dass es halt immer unterschiedlich wirken kann. Ich zum Beispiel vertrage diesen Bulletproof Coffee gar nicht, weil ich mit dem MCT-Öl, also ja, ich faste eigentlich auch so intuitiv meistens, dadurch, dass ich recht früh Abend esse und dann recht spät frühstücke und dann bin ich auch sehr nüchtern, wenn ich diesen Bulletproof Kaffee trinke und dann kriege ich meistens Magenschmerzen durch das MCT-Öl. Das war irgendwie immer so, deswegen habe ich es dann irgendwann sein gelassen, aber das ist natürlich ganz unterschiedlich für jeden. Und die Pilze haben einfach den Effekt, dass sie dich von Natur aus nochmal länger wach halten. Also dadurch, dass unser Kaffee so mild ist, fällst du danach nicht irgendwie in so ein Koffein-Crashloch, sondern bist auch irgendwie ja anders wach und auch länger wach durch den Cordyceps vor allem. Und der Lion's Mane hat eigentlich eher den Effekt, dass du halt dich besser konzentrieren und fokussieren kannst. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt frisch vorm Podcast bin, könnte ich mir das reinziehen, könnte mir noch mit Methylenblau irgendwie 5 Liter meine Zunge blau färben. Mhm. Und dann wäre ich wahrscheinlich ultra fokussiert. Ja, Hyperfokus. Und dann kann ich 4 Stunden Podcast machen, so wie heute. Ja, mindestens. Vielleicht kannst du dann auch, hast du dann auch den Nebeneffekt, dass du heute Abend dann so hyperfokussiert bist, dass du nicht gut schlafen kannst, wenn du gleich erst damit anfängst. Und dann gehe ich ins Meer und poste Bilder davon und mache mein Red Light Panel an und zeige dann auch nochmal ein paar Bilder, um die anderen Leute überhaupt nicht zu stressen. Genau. Wie verwendest du Pilzextrakte für dich im Alltag? Ja, fast überall. Also beim Zähneputzen? Also, genau, ich putze mir die Zähne mit Pilzextrakt. Nee, also ich trinke meinen Kaffee. Meistens, manchmal auch nicht. Manchmal habe ich eher Lust auf einen grünen Tee oder auf gar nichts. Aber meistens trinke ich meinen Kaffee. Und abends halt den Kakao mit Reishi. Und manchmal nehme ich auch noch Reishi zusätzlich ein, weil das für mich persönlich der interessanteste Pilz ist. Also ich bin von Natur aus eigentlich sehr energiegeladen. Eher so, dass ich abends noch 5 Stunden arbeiten könnte, anstatt zu schlafen. Und da hilft mir Reishi
ein bisschen dabei herunterzukommen und ausgeglichener zu sein. Ach ja, und dann haben wir noch Chaga bei Lykaia. Chaga ist ein Pilz, der an Birken wächst, vor allem in Skandinavien und Finnland. Ist auch einer meiner. Der Birkenpoling, oder? Ja, nee, der Birkenpoling ist wieder ein anderer. Der wächst eher hier bei uns. Das ist ein ganz weißer. Okay. Und ja, Chaga ist eigentlich auch noch so mit einer meiner Lieblingspilze. Ist das der glänzende Lackporling? Der glänzende Lackporling ist der Reishi. Ah, okay. Ja, aber ich komme der Sache näher. Und ja, per Ausschlussverfahren. Und der Lionsmähne wird auch Hericium oder Löwenmähne genannt. Der Cordyceps heißt Cordyceps. Und der Chaga, der lateinische Name, hat man wahrscheinlich noch nicht gehört, heißt Inotus obliguus. Der wächst vor allem in Skandinavien an Birken, also in kälteren Zonen. Wir holen unseren Balukaya vor allem aus Finnland, aus Bildsammlung. Bei den Chaga kann man auch nicht züchten, aber der ist dafür bekannt, dass er eben auch gerade bei Darmgesundheit extrem unterstützt und auch allgemein einen immunstärkenden und ausgleichenden Effekt hat. Ich weiß nicht, ob das legal ist, ob du darüber sprechen möchtest, aber du züchtest Pilze, glaube ich, auch selber, oder? Ja, aber nicht die psychedelischen. Von daher ist es legal, aber habe ich jetzt auch aufgehört. Ich habe das zu Beginn gemacht, zu Beginn der Gründung und auch davor, einfach aus Eigeninteresse und einfach auch um den ganzen Prozess zu verstehen, weil es unheimlich cool ist, irgendwie zu sehen, wie da auf einmal Pilze aus dem Substrat wachsen. Wie bist du generell zu dem Thema gekommen, dich damit zu beschäftigen, so Pilze, Heilpilze, Vitalpilze? Weil ich das irgendwie immer schon unglaublich faszinierend und spannend fand. Und damals war ja auch Teemu Arina aus Finnland mit dem Biohacking ganz vorne mit dabei. Die haben auch viel mit Chaga gemacht. Dann gab es noch einen anderen Finn, der hat ein Buch darüber geschrieben und dann auch bedingt durch meine gesundheitlichen Probleme. Also Neurodermitis und Reishi hat mir auch gut geholfen, um das zu therapieren. Also verschiedene Faktoren. Wie hast du das dann einfach eingenommen oder hast du das dir auch richtig auf die Haut gegeben oder? Beides. Also das, was mir am meisten geholfen hat bei Neurodermitis, war den Reishi einzunehmen, hochdosiert. Dadurch, dass halt Neurodermitis auch meistens über die Darmschleimhaut verursacht wird. Und es gibt aber auch Cremes mit Pilzen. Da habe ich aktuell so eine Gesichtscreme mit Zunderschwamm, die ist auch ganz gut, weil die hat, wie heißt nochmal der Wirkstoff? Glykaneo, glaube ich. Also Glykane kann man einfach sagen im Deutschen. Beta-Glykane mit drin, die halt auch eine regenerierende und reparierende Eigenschaft auf der Haut haben. Okay. Ja, wenn du Bock hast, kannst du mir das mal schicken, kann ich in die Folgenbeschreibung reinpacken, falls es jemanden interessiert. Ja, mache ich. Und ich würde von meiner Seite her, denke ich, sind wir alle möglichen Gebiete jetzt auch durchgegangen. Und du hast auf jeden Fall einen sehr guten Überblick gegeben. Ich hoffe, die Fragen hast du nicht schon an 20 anderen Podcasts immer wieder gehabt. Und nein, es waren sehr gezielte Fragen, muss ich sagen. Und wenn du sonst irgendwas noch mitgeben möchtest für die Zuhörer, dann kannst du das jetzt gerne machen. Oder wenn du generell noch irgendwas erzählen möchtest zu einem der Themen, was dir einfach wichtig ist, dass die Hörer das mal hören oder da, ich sag mal, ja, was drüber erfahren. Ich denke, wir haben eigentlich ziemlich viel abgedeckt, aber so abschließend auf jeden Fall, was Ernährung angeht, wäre meine Empfehlung, auf jeden Fall mehr auf Qualität zu achten und wo das Lebensmittel herkommt, als damit Schwarz-Weiß-Denken ranzugehen und sich aber einfach nicht zu stressen und einfach auch mal das Leben zu genießen, weil Lebensmittel sind immer noch Nahrungsmittel. Und letztendlich haben wir das Privileg hier in unserem Land, dass wir sagen können, wir sind eigentlich haben eher Überfluss und müssen eher darauf achten, dass wir nicht zu viel essen und zunehmen. Das ist halt in den meisten Ländern eigentlich nicht so. Und das ist halt ein Privileg, das sollten wir zu schätzen wissen und uns nicht damit stressen, sondern einfach das hinnehmen, dass wir diesen Vorteil haben und dann lieber die Energie auf etwas fokussieren, was halt der Welt mehr bringt. Also klar, man muss sich selber optimieren, um einfach gut zu funktionieren, um mit sich selber im Reinen zu sein und einfach für andere meiner Meinung nach der beste Mensch zu sein. Aber wenn man das geschafft hat, und das sollte ja so die Basis sein, wenn man das geschafft hat, dann hat man ja eigentlich optimalerweise Energie, um dann Dinge zu machen, für die man Leidenschaft hat oder was aufzubauen oder was Neues zu machen. Mir fallen doch noch zwei Punkte ein oder drei. Zum einen, wusstest du, dass Brustimplantate krank machen können? Ja, ich habe mich doch deswegen dagegen entschieden, weil mein Körper da sowieso schon durch die Vorbelastung Autoimmunerkrankung und ich hatte auch ganz oft mit Bauchnabelpiercing, Ohrring, ich hatte immer irgendwie Entzündung und mein Körper hat das immer abgestoßen. Da habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt noch Brustimplantate machen lasse, dann ist das wahrscheinlich komplett over the top. Und während der Bodybuilding-Wettkämpfe habe ich es jetzt auch nicht wahnsinnig
Habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Da sind, hat man ja diese Glitzer-Bikinis an und die haben viel Push-Up und deswegen, das wusste ich und war für mich deswegen auch nie eine Überlegung wert, das zu tun, weil ich glaube, danach hat man mehr Probleme als vorher. Und ist es aber, ist das verbreitet so unter Bodybuilderinnen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade so in den USA bei den Wettkämpfen, da siehst du eigentlich fast keine ohne. Naja, krass. Wie wird's, oder wenn Leute dich irgendwie treffen wollen, oder wo wird Lykaia auch in Zukunft stehen? Ich sag mal, wir haben uns jetzt beim Flow Day, da hattest du den Stand. Ich weiß nicht, wie es ist. Nächstes Jahr gibt es irgendwelche Veranstaltungen, wo du hin willst mit Lykaia, falls die Leute mal vorbeikommen wollen? Ja, also hauptsächlich sind wir natürlich online vertreten, weil wir auch zu Beginn der Pandemie gegründet haben. Also online und auf Instagram findet man immer alle Updates und da informieren wir auch über Veranstaltungen, wenn wir irgendwo hingehen. Und geplant für nächstes Jahr sind auf jeden Fall wieder die Biohacker Summits. Also in Amsterdam wird ja auf jeden Fall wieder eine stattfinden und vielleicht auch im Oktober war das, ne, in Amsterdam. Und vielleicht auch wieder Juni in Helsinki, wenn dort eine stattfindet. Vielleicht auch die Health Summit in UK, dann Flow Day oder Flow Fest, je nachdem, ob der Max da wieder was veranstaltet. Also alles, was so in die Richtung geht. Und dann haben wir auch letztes Jahr die Veginale und Veggie World mitgenommen, sind da aber dann nur mit den Pilzprodukten auftreten können. Also konnten nur mit den Pilzprodukten auftreten, weil diese Messen halt komplett vegan sind. Und da war aber tatsächlich der Vorteil, dass die Leute halt generell schon ein Grundinteresse an Ernährung und Nachhaltigkeit hatten. Deswegen hat das auch wieder ganz gut gepasst. Also da könnte man uns finden, gerade so im Umkreis von NRW, und ansonsten einfach mal auf Instagram oder im Newsletter gucken, da informieren wir immer über Veranstaltungen. Und gibt es irgendwas, woran ihr aktuell arbeitet oder wenn du darüber sprechen möchtest, was so, ich sag mal, in der Zukunft noch kommen soll von euch, von dir? Ja, vieles und irgendwie auch alles gerade gleichzeitig. wir haben natürlich zum einen, also wir sind immer noch ein Start-up, wir haben vor 3 Jahren erst gegründet und sind natürlich auch immer noch damit so ein bisschen am Kämpfen halt, dem Wachstum und der Nachfrage gerecht zu werden. Irgendwie ein Produkt, das gefühlt immer ausverkauft, dann haben wir wieder das andere auf Lager, dann ist wieder das nächste ausverkauft. Das ist immer so ein bisschen schwierig, dann auch die Nachfrage komplett zu decken und auch vernünftig zu kalkulieren. Das kann man am Anfang ja schwer einschätzen. Da arbeiten wir gerade ganz stark dran und dann sind für nächstes Jahr aber auch viele neue Produkte geplant. Also im Januar, eventuell Anfang Februar, soll ein veganes Protein kommen von uns, auch mit Pilzen. Und vielleicht zukünftig auch mal ein Mykoprotein, also was wirklich komplett aus Pilzen fermentiert ist, hergestellt ist. Ja, da arbeiten wir dran und dann vielleicht auch noch ein Produkt gezielt für die Darmgesundheit. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Und abschließend, wo finden, gut, du hast es eigentlich schon gesagt, aber du kannst du mal kurz einfach stichpunktartig schnell das nennen, wo finden die Zuhörer dich, den Shop von Lykaia, wenn sie da mehr erfahren wollen, wenn sie natürlich bestellen wollen oder das mal testen wollen oder einfach das jemanden ja schicken wollen, weil es vielleicht für jemanden hilfreich ist, den sie kennen? Genau, kannst du gerne mal nochmal den Shop und so weiter nennen, die Instagram-Seite kurz. Hast du ja, glaube ich, schon gemacht, aber. Der Shop heißt lykaia-nutrition.de, www.lykaia-nutrition.de. Und ihr könnt uns aber auch einfach gerne über Instagram anschreiben. Lykaia Forest heißen wir da. Oder auch gerne mich persönlich auf meinem privaten Account. Ich heiße einfach Pumpinghörnchen. Pumping unterstrich und ein Hörnchen. Ja, das geht alles, wie es euch lieb ist. Und die meisten Infos findet ihr über Lykaia spezifisch auf jeden Fall auf Instagram und im Newsletter. Und immer Lykaia Nutrition eingeben. Ich habe nämlich mal lykaia.de eingegeben und kam auf irgendeine so eine Rollenspielseite oder so. Ja. Ja, leider. Wir müssen die noch fragen, ob die uns die Domain abgeben wollen. Könnt ihr drum würfeln. Ja. Ja, dann, Jana, dann danke ich dir für die Zeit, für das Gespräch, für die, ich sag mal, Aufklärung und für die interessanten Infos zum Thema Milch, Verdauung, Heilpilze, Kakao, Kaffee. Ja. Und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wir hören uns vielleicht in der Zukunft nochmal und sehen uns sicherlich bei den Veranstaltungen auch nochmal. Ja, danke Florian, hat mir Spaß gemacht. Ja, top.
Und dann, ja, liebe Leute, bis zur nächsten Folge und schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Unterstützt gerne Diana, unterstützt sie auf ihrem Weg und schreibt ihr, wenn euch die Produkte gefallen, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wenn euch irgendwas hilft aus dem Podcast und bedankt euch gerne bei ihr. Ich glaube, sie wird sich drüber freuen. Und ja, gebt ein bisschen Energie zurück, wenn ihr wollt. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.